Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für diese nächsten 2 Wochen im Oktober für dich steht. Ja, schauen wir mal. Unter dem Deck Löwe haben wir die Karte der Tod. Also diese Karte als Energie für die nächsten 2 Wochen Oktober Löwe deutet schon auf eine Transformation. Ne? Ist sehr interessant, ist ein großer Arkana. Wir müssen jetzt schauen, wie die Karten sich zusammen verbinden, aber die Karte der Tod ist, spricht auch für Sternzeichen Skorpion und auf jeden Fall deutet auf eine große Transformation gegen etwas, ja. Und das ist natürlich auch eine Karte Löwe, die für ein Ende steht, ne? In eine Situation. Irgendeine Sache bei dir, sei es jetzt in der Arbeit oder im Privatleben oder egal welche Situation wir hier haben. Aber es zeigt sich hier eine Transformation. Ein Ende in eine Situation auch. Und die Karte der Tod ist im Prinzip nicht keine schlechte Karte. Weil Transformationen, Veränderungen in unserem Leben sind ja wichtig und notwendig, ne? Damit, wie wir wissen, damit wir uns weiterentwickeln. Ja. Es kann natürlich auch eine Transformation, was mit unseren, ja, als Mensch, ne? Also, dass wir halt eine Veränderung in uns spüren. Wir schauen jetzt, wie die Karten sich zusammenbinden. Schau mal, fünfte Kelche. Also eine gewisse Nostalgie für eine Situation in der Vergangenheit. Es kann natürlich sehr viel mit einer Person zu tun haben. Ja, jemand, der tatsächlich vermisst oder leidet für eine Person. Es könnte, wie gesagt, mit einem Liebeskummer zu tun haben. Ja. Und Ass der Münzen. Zwei der Münzen. Wir schauen jetzt, Löwe, wie die Karten sich zusammenbinden für dich. Aber im Prinzip zeigt sich hier eine Veränderung oder eine Transformation in eine Situation. Ne? Wir schauen mal weiter, ja? Wahnsinn. Und der Turm, ne? Also es kommen schnelle Veränderungen, Löwe, drastische, schnelle Veränderungen, würde ich sagen. Schau mal.
Wir haben hier mit Schnelligkeit zu tun. Wir haben hier mit einer Schnelligkeit zu tun. König der Kelche, also Skorpion, ist hier sehr präsent. Sehr präsent, ja. Skorpion, wie gesagt, Fische oder Krebs. Aber hier haben wir irgendwie, ist das hier einen Treubruch oder einen Schmerz, was man fühlt. Also Löwe, hier haben wir mit einer sehr schnellen Situation zu tun. Irgendwie eine abrupte, schnelle Situation wird sich hier verändern. Oder irgendeine Situation, in irgendeiner Situation wirst du eine Veränderung, eine drastische Veränderung spüren. Ne? Und ja, ich würde sagen, es hat mit einer Person zu tun. Ja. Tatsächlich, ja. Löwe, in der Mitte haben wir die Nummer 6 der Münzen. Also diese 6 der Münzen deutet immer auf dieses Geben und Nehmen. Ne? Vielleicht gibt es hier in der Situation keinen Balance von dieses Geben und Nehmen. Diese Karte steht in der Mitte für dich als Thema. Ja? Begleitet mit der Eremit. Also wir haben hier mit jemand, eine Person, die tatsächlich jetzt viel nachdenkt über eine Situation von der Vergangenheit. Man versucht Klarheit zu bekommen in der Situation, die möglicherweise auch sehr lang in der Zeit geht jetzt. Der Eremit ist natürlich eine Person mit viel Weisheit und Erfahrung im Leben und bekommt tatsächlich Klarheit in einer Situation, was möglicherweise nicht richtig balanciert war. Ja, vielleicht es gab kein Balance in einer Situation, wie gesagt, von dieses Geben und Nehmen. Ich denke, eine Sache, möglicherweise, Löwe, wird dir hier bewusster. Ja? Und deswegen haben wir natürlich die Karte der Tod als Transformation, eine Sache, die sich transformiert, und die Karte der Turm. Also hier haben wir, Löwe, sehr deutlich für ein Ende. Ich würde schon sagen. Ich hole mir jetzt mehrere Karten als Klärungen, Löwe, aber diese zwei Karten zusammen sind irgendwie gerade für mich deutlich, ne? Ja. Jemand zieht sich auch zurück, um zu nachdenken, ja. Ja. Ich hole mir mehrere Karten jetzt als Klärung, ja? Löwe, danke schön für deine Likes und deine Abos und danke für deine Geduld auch. Dieses Mal habe ich mir auch viel Zeit genommen für die Sternzeichen. Danke schön für deine Geduld, ja. Sechste Kelche. Tatsächlich wieder diese Situation von der Vergangenheit, Löwe. Eine Karte, die viel für die Vergangenheit spricht. Nostalgie, ja, Erinnerungen von über eine Person. Und das sieht man hier schon. Ja?
Königin der Schwerter. Also irgendwie gibt hier eine Person, die gewisse Entscheidungen treffen möchte. Ne? Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Siebente Kelche. Nochmals, also siebente Kelche. Ich habe total interessante Karten, Löwe, weil die Karten wiederholen sich. Also sechste Kelche gerade wiederholt sich hier auf dem Tisch. Siebente Kelche habe ich auch hier. Also tatsächlich gibt es hier eine Situation von Entscheidungen, die man treffen möchte. Genau, also König der Kelche wiederholt sich auch zweimal. Skorpion, Fische, Krebs. Und siebente Schwerter nochmals auch. Die Karten wiederholen sich. Ja? Drei der Schwerter wiederholt sich nämlich. Puppe der Münzen wiederholt sich. Alle Karten sind doppelt da. Löwe, alle Karten sind doppelt da. Und ich nehme ja mehrere Decks, ja, also es ist wirklich sehr interessant. Ja. Und die Nummer 7 wiederholt sich auch viel. Mit unserer 6 der Münzen ist die Mäßigkeit gekommen. Eine sehr wichtige Karte, auch eine Karte, die über Balance spricht. Einen Balance, ja? Und zwei der Kelche. Zwei der Kelche, also zwei Kelchen und zwei Kelchen hat auch die Mäßigkeit, ne? Wir reden natürlich tatsächlich hier von einer Person, mit der man auch viel gemeinsam hat. Also es ist eine besondere Verbindung hier, was man mit einer Person hat. Ja, es gibt aber, wo sehr wahrscheinlich keinen Balance gab, ja, möglicherweise. Also irgendwie. Irgendwie ist hier Klarheit, ne? Also irgendwie, man bekommt hier schon eine Klarheit in eine Situation. Ja? Und ja. Es ist wirklich sehr interessant, die Mäßigkeit mit dieser zweiten Kelche zusammen. Sehr, sehr interessant. Wir haben hier schon mit einer göttlichen Führung zu tun. Ja? Eine Situation, die möglicherweise schon sehr lang in der Zeit geht und wo man auch viel Geduld gehabt hat. Ne? Sieht man schon. Ja. Ich überlege halt, weil mit unserer Eremit ist der König der Münzen. Und der König der Münzen, Löwe, habe ich auch als Ergebnis hier in deine Kartenlegung, ne? Wiederholt sich die gleiche Energie. Und Puppe der Stäbe. Also, Löwe, hier haben wir natürlich mit zwei Energien zu tun, wenn wir es so wollen. Eine jüngere Energie, eine ältere Energie. Also ich würde sagen, wir haben hier mit einem
Langzeitbeziehung, der König der Münzen spricht ja für Stier, Steinbock, Jungfrau. Also Jungfrau ist hier sehr stark zu sehen mit der Eremit und der König der Münzen haben wir Jungfrau, aber könnte auch für Steinbock und Stier reden. Stier ist auch sehr stark auf dem Tisch zu sehen. Die Sache ist, wir haben hier möglicherweise mit einem Ehemann oder Ehefrau zu tun. Das spricht oder halt für eine Langzeitbeziehung. Das würde den König der Münzen deuten. Und ein Puppe der Stäbe. Also wir haben hier mit zwei verschiedenen Energien zu tun. Und jemand, die nachdenkt. Ja. Also, ich empfinde es deutlich, was wir hier jetzt gerade haben. Ja. Weil wenn ich dir ehrlich bin, ich sehe natürlich Karten mit zwei, mit der Nummer zwei sehr viel. Also zwei der Kelche, die Mäßigkeit und sechs der Münzen sind immer, haben immer diese Nummer zwei da, also als balancieren. Also man möchte dieses Dualität irgendwie in Balance bringen. Ne? Und wenn ich dir ehrlich bin, was mit einer Entscheidung zu tun hat in Wirklichkeit. Ne? Ich glaube, Löwe, momentan bist du etwas mit deinen, was mit deiner Existenz beschäftigt. Was mit deiner Existenz zu tun hat, also du bist da beschäftigt, finde ich. Ne? Ich empfinde, wir haben hier mit einer sehr reife Energie zu tun. Mit der Eremit spürt man Reife. Ne? Man hat gelernt. Man hat viel Weisheit. Ne? Man hat tatsächlich viel Weisheit. Und die Mäßigkeit, also ja, also die Mäßigkeit ist ja eine Karte, die auch viel mit der Zeit zu tun hat, ist langsam eigentlich, ne? Es spricht für eine Heilung, Löwe. Also wir haben hier mit einer gewissen Heilung, was mit Erfahrung zu tun hat, Vergangenheit zu tun hat, ne? Wenn ich dir ehrlich bin, ich meine, es ist interessant, deine Karten heute, weil wenn ich dir ehrlich bin, nachdem ich das hier auch sehe, ja, drei der Schwerter, die wiederholt sich, der Turm, fünf der Kelche und die Karte der Tod. Wenn ich das sehe, dann verstehe ich auch die Mäßigkeit. Hier gibt es eine Situation vom Heilung, vom Heilung, ja. Eine Situation, wo man natürlich einen Balance finden, suchen möchte. Ne? Tatsächlich, also ja. Eine Situation möglicherweise, wo man an alles denken wird, ne? Nicht nur jetzt an Gefühle, sondern tatsächlich auch finanziell gesehen. Also wir haben hier mit einer Sache, wo man jetzt alles tatsächlich jetzt für wichtig hält, ne? Also Gefühle ja, aber Finanzen auch. Und ich denke, ja, du bist in einer Entscheidung, Löwe. Du bist am Nachdenken, am Balancieren, Gefühle balancieren und richtig reif, also mit einer Reife bist du am Nachdenken. Und ich denke, wir haben hier tatsächlich mit zwei verschiedenen Energien, die für dich wichtig sind, aber
Ich darf nicht vergessen, wir haben hier mit einem König der Münzen, was sehr viel Stabilität zeigt. Ja? Und ein Puppe der Stäbe. In Wirklichkeit, der Unterschied hier ist sehr groß, weil hier haben wir gar keine Stabilität. Ja? Also hier zeigt sich null Stabilität. Es ist mehr eine Anziehungskraft. Was ich wirklich denken würde, es würde mehr eine, ja, leidenschaftliche Sache. Aber hier ist tatsächlich viel Stabilität, ne? Ja. Und das ist dir bewusst. Du weißt schon, worüber es sich hier handelt. Genau. Und wir haben in der Mitte für dich mit zwei wichtigen großen Arkana, der Eremit und die Mäßigkeit. Zwei spirituelle Karten. Diese zwei Karten stehen als Thema bei dir in der Mitte. Und beide Karten haben mit viel Stabilität zu tun, auch mit Reife, mit Weisheit. Und ich denke, mit einer Situation in deinem Leben, Löwe, die du schon sehr lang in der Zeit machst, möglicherweise reden wir von Erfahrungen, die du schon jetzt mittlerweile gelernt hast. Und jetzt weißt du eigentlich, was los ist. Du hast es jetzt verstanden. Ja, wir reden natürlich von karmatischen Situationen, ne? So laut den anderen Karten, die wir auf dem Tisch haben, die logisch sind, weil wir alle irgendwann in einem Karma sind, weil Karma ist halt nicht mehr und weniger als eine Erfahrung, die man lernt. Ne? Und irgendwann muss man es doch endlich lernen, damit man in die nächste Stufe kommen kann. Ne? Weißt du, was ich meine? Also, es ist wie so ein Spiel eigentlich. Man ist in einer Stufe und wenn man das besteht oder gut da wird, dann kommt man in den nächsten, eine Stufe höher. Und das ist halt möglicherweise hier auch dein Fall momentan. Diese zwei Karten zeigen einfach nicht nur diese Spiritualität, sondern einfach wahnsinnig viel Weisheit und Erfahrung. Und hier ist man wirklich schon ein Lehrer, also man weiß schon. Und ich finde, Löwe, wirklich, ich muss dir ganz ehrlich sein, ich bin einfach nur neugierig, worüber diese Energie in Wirklichkeit sich handelt, aber weil für jeder ist ja anders, ne? Aber hier reden wir von einer Heilung tatsächlich, ne? Einen Balance von Gefühle und die Mäßigkeit deutet immer auf positive Ergebnisse. Also die Mäßigkeit ist immer eine positive Karte. Sind immer positive Karten. Genau wie der Eremit. Also in diesem Zustand hat man jetzt sehr lang, war man sehr lang und hat viel Zeit gebraucht. Aber das ist nötig. Wir werden reifer. Und da brauchen wir unsere Zeit zum Verstehen. Ja. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Also hier zum Beispiel reden wir über Menschen, die tatsächlich etwas reifer jetzt sind, ab 40, 45 Jahre alt oder mehr oder weniger so um den Dreh. Weil das zeigt schon eine gewisse Reife hier, obwohl das mit dem Alter nicht immer zu tun hat. Ne? Es gibt Menschen mit 20, die viel reifer sind als Menschen mit 40. Das wissen wir ja. Ne? Also deswegen, es kommt drauf an, also es muss nicht immer, aber das ist mein Gefühl jetzt, ne, dass wir hier von einer Situation, die viel Jahren gebraucht hat, deswegen sage ich dieses mit dem Alter, ne, weil hier handelt sich viel in einer Situation, die viel mit Jahren zu tun hat. Ja. Und es ist einfach positiv.
kann ich dir nur sagen. Und wir vergessen nicht, dass der Tod als Energie auch haben. Wieder ein großer Arkana. Wir haben hier drei große Arkana. Ja, spirituelle Arkana, wichtige Arkana, ja. Tatsächlich. Und wie gesagt, Langzeitbeziehung und ein neues Beziehung ist hier zu sehen. Schau mal jetzt, Löwe, in deine Unbewusstheit. Haben wir den Stern, die Karte des Sterns? Also spricht für Sternzeichen Wassermann, aber spricht für Hoffnungen. Auch eine Karte, die mit Kommunikation auf jeden Fall zu tun hat. Mit Hoffnung zu tun hat, mit Wünschen, die in Erfüllung kommen. Und ja, das ist natürlich auch eine göttliche Führung. Spricht natürlich für dein Schicksal. Die Karte ist eine der besten Karten im Tarot, zusammen mit der Karte, die Karte, die Sonne, ne? Aber der Stern ist eine sehr wichtige Karte, was mit einer Führung zu tun hat. Auch eine spirituelle Karte. Ja? Auch eine Karte, die langsam ist. Ne? Jetzt haben wir die Mäßigkeit da, der Eremit, der Stern. Sind Karten, wo man sieht, man merkt, man hat wirklich Zeit gebraucht. Aber ist eine extreme positive Karte. Und wie du siehst, du hast momentan hier auf dem Tisch viele große Arkana und wichtige Arkana, wirklich, die mit dieser Reife von Erfahrung, von Weisheit zu tun hat. Also eine Person, die jetzt etwas mehr sich gefunden hat. Ja? Das ist positiv. Ja? Es ist interessant. Also, ich habe das Gefühl hier bei dir, Löwe, wir haben sehr viel mit diesen Existenz zu tun, ne? Es wird natürlich jede Situation auch jetzt ein bisschen anders sein, aber mein Gefühl ist hier, diese große Arkana sind halt, schau mal, der Stern mit der Karte, die Liebende. Die Karte, die Liebenden spricht für Zwilling, viel Luft, Sternzeichen und der Hierophant, du glaubst es nicht. Also, Löwe, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Wir haben hier in deiner Unbewusstheit drei große Arkana. Und wie du siehst, wirklich spirituelle Arkana, ne? Irgendwie, du bist in dem richtigen Weg jetzt, Löwe. Weil der Stern zeigt, dass wir tatsächlich die Situation durch eine gute Stern geführt wird. Ja, hier mit der Hierophant haben wir ja Wahnsinn. Eine Situation, die mit einer göttlichen Führung zu tun hat. Stark. Wahnsinn. Und Gespräche sind hier zu sehen, vom Herz zu Herz, ja, das sehe ich. Also der Hierophant spricht auch für Kompromisse, für ernste Gespräche. Wie gesagt, mit dem Hierophant ist Gott hier bei uns praktisch, ne? Und der Stern. Also das ist wirklich eine starke Situation, was wir hier haben. Die Karte, die Liebenden. Ne? Also natürlich sieht man hier diese Situation, diese Dualität hier. Also man möchte hier eine wichtige Entscheidung treffen.
starke Sache, der Löwe. Ist eine starke Sache, was wir hier haben. Also, ich mache mir nichts vor. Ne? Und zwei der Kelche und die Liebenden. Drei große Arkana in deine Unbewusstheit, was mit Entscheidungen zu tun hat, mit einer wichtigen Entscheidung zu tun hat, mit Kommunikation zu tun hat und mit einer Führung zu tun hat. Also du kannst dich von deiner inneren Stimme führen lassen. Also du höre auf deine innere Stimme. Du wirst richtig geführt. Du bist in den richtigen Weg, Löwe. Und ja, du wirst geführt. Ja. Es ist deutlich. Ja. Du wirst wissen, welche die richtige Entscheidung ist. Ja. Ich glaube, du weißt es bereits sogar. Du bekommst Klarheit hier, Löwe. Du bekommst Klarheit, was ich dir halt sagen kann. Genau diese Klarheit ist hier zu sehen bei dir. Ja? Warum? Weil, wie gesagt, wir haben hier mit einer göttlichen Führung zu tun. Und das gibt dir natürlich Sicherheit in der Situation und Klarheit auch. Es gibt keinen Zweifel hier. Es ist, also was ich dir versuche zu sagen, ist, dass wir hier tatsächlich, ja, man merkt, du wirst geführt, du wirst in einen Weg gehen, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob du sogar eine Entscheidung hier treffen musst. Ich glaube nicht mal das, weil in Wirklichkeit, du weißt schon, welchen Weg du nehmen sollst. Diese Reife ist bei dir schon da. Also du weißt schon tatsächlich, was du zu machen hast. Ne? Es gibt keine große Entscheidung hier. Also in Wirklichkeit, du weißt schon, was du zu tun hast. Von da aus, du bist in den richtigen Weg. Wegen dieser göttlichen Führung, ja? In deinem Bewusstsein haben wir diese 9. Kelche. Also man ist vollkommen. Man ist glücklich. Schau mal die Karte. Also diese Person ist glücklich. Die Wünsche sind in Erfüllung gekommen. Ja. Man fühlt sich frei. Man hat sich befreit vielleicht sogar. Denn vielleicht dieses Wünsche, die in Erfüllung kommen, ist, weil man jetzt auch weiß, welchen Weg man nehmen soll. Und das befreit dich. Ne? Also die Wahrheit macht dich ja frei. Ne? Tatsächlich. Egal, ob diese Wahrheit mit dem, was wir bis jetzt dachten, zu tun hat oder nicht. Ja, egal, wie die Wahrheit in Wirklichkeit aussieht. Also die Wahrheit, deine Wahrheit macht dich ja frei. König der Kelche, nochmals. Und 6. Kelche, auch nochmals. Wie wir sehen, also wir haben hier mit jemand eine Energie von deiner Vergangenheit. Ne? Und hier haben wir jetzt den König der Münzen in der Mitte, hast du ja gesehen. Und König der Kelche. Man sieht schon, also mit der Karte die Liebende, diese Situation von einen wichtigen Weg nehmen zu müssen. Ne? Augenblick. Augenblick, Löwe.
Also, genau, also sechste Kelche kommt nochmals hier, ne? Also ist ja klar, dass die Gefühle hier für eine Person einfach besonders sind. Also wir reden hier von einer wichtigen Verbindung, was man zu einer Person hat, ne? Das braucht man nicht zu, das ist einfach so. Das ist tatsächlich, ich denke, diese starke Beziehung ist, weil man diese Person von einem anderen Leben auch schon mal getroffen hat und dieses Gefühl so stark sich fühlt. Ne? Es fühlt sich ziemlich stark und hat damit zu tun, ne? Weil man, ja, und irgendwie, wir haben die Karte die Kraft hier. Ne? Die Kraft spricht ja auch für Sternzeichen Löwe. Und ja. Und die Königin der Schwerter. Also die Königin der Schwerter haben wir vorher schon gesehen. Ne? Also eine Person, die tatsächlich mehr mental und Logik jetzt denkt. Und eine Entscheidung trifft. Und tatsächlich, diese Königin der Schwerter trifft Entscheidungen. Und ich glaube, diese Entscheidung, die du treffen wirst, Löwe, ist diese Entscheidung, die dich dann das Gefühl gibt von Befreiung. Du fühlst dich frei. Ne? Genau. Weil, wie ich gesagt habe, die Wahrheit macht dich ja frei. Also hier gibt es eine Entscheidung zu treffen in Bezug auf diese zwei verschiedene Energien. Ne? Eine Energie möglicherweise, was mit der Familie zu tun hat oder mit einer Langzeitbeziehung. Ja? Und ja, ein König. Also hier haben wir zwei Könige. Ne? König der Kelche, König der Münzen, Steinbock, Stier, Jungfrau. Skorpion, Fische, Krebs. Aber es müssen nicht die Sternzeichen jetzt übereinstimmen, weil eigentlich es kann mit der Energie der Person zu tun haben. Einfach nur die Energie, ja. Und wie gesagt, der König der Münzen deutet immer auf eine Langzeitbeziehung. Muss nicht er der Sternzeichen sein, ja. Aber tatsächlich haben wir hier mit zwei Energien zu tun. Und eine klare Entscheidung zu treffen. Aber Löwe, ich bin sicher, du bist balanciert. Deine Gefühle sind in Balance gekommen. Ich sehe hier kein Gefühl von Durcheinander oder kein Gefühl von, nee, deine Gedanken. Deine Gefühle sind sehr stabil momentan. Das ist, was ich fühle hier. Ja. Es gibt eine Transformation. Es gibt hier eine abrupte, schnelle Transformation der Situation. Ja. Und ja, also auf jeden Fall. In deine Vergangenheit haben wir Ass der Stäbe. Ja, deutet auf eine neue Situation in deinem Leben, eine neue Möglichkeit, eine neue Motivation, was du für dich empfindest. Also es ist viel Motivation mit dieser Karte. Vierte Schwerter und nochmals die Karte die Kraft. Viel Anziehungskraft, viel Leidenschaft. Ja, viel Leidenschaft. Ich weiß nicht, Löwe, ob du auch mit einem Löwe zu tun hast, weil Sternzeichen Löwe sieht man hier sehr stark. Ich meine, okay, du bist ja Löwe, aber vielleicht auch noch Aszendent oder die andere Person hat viel Feuer auch in diesem astrologischen, in sich halt, in anderen Sternzeichen ist viel Feuer da, aber man sieht hier sehr viel dieses Feuerelement, ja. Vier der Schwerter. Also irgendwie,
Dieses Gefühl von Nachdenken ist schon die ganze Zeit da bei dir. Eine Person, die tatsächlich sich zurückzieht und viel nachdenkt, ne? Vielleicht sogar auch Löwe, irgendwie eine Verbesserung in eine gewisse Krankheit, die man irgendwie in eine nähere Vergangenheit hatte. Ja, eine gute, eine wirklich positive Verbesserung in eine gewisse Krankheit. In manchen Fällen. Ne? Ja. Und wie gesagt, eine gewisse Müdigkeit sieht man schon hier in einer Situation, wo man sich irgendwie zurückzieht oder gezogen hat. Aber es zeigt sich hier natürlich, weil wenn ich dir ehrlich bin, Löwe, diese Karten widersprechen sich mit dieser hier. Weil hier haben wir Feuer pur. Ne? Feuer pur hier. Und hier ist mehr Ruhe, Pause. Ja. Möglicherweise hier tust du dir auch die Kraft holen, erstmal, um einen Schritt nach vorne zu machen oder irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Aber es gibt tatsächlich hier eine Situation vom Nachdenken, was man auch als Thema bei dir sieht. Und aber mit sehr viel, ich würde sagen, Löwe, mit sehr viel Reife. Ne? Mit sehr viel Reife, tatsächlich. Ja. Löwe, es ist einfach interessant. Ich sehe bei manchen so eine Hochzeit hier oder nochmals irgendwie eine Stufe von der Beziehung höher zu erreichen. Also irgendwie eine, natürlich nachdem man jetzt hier eine Situation ja, mit der Königin der Schwerter. Übrigens, Zwilling, Wassermann, Waage. Aber eine Königin, die mehr für Entscheidungen dasteht. Ja? Ich muss dir sagen, die Nummer 3, Löwe, sieht man hier viel. Und man sieht schon diese Situation von zwei Personen, ne? Haben wir ja gedeutet, ne? Die man hier sehen könnte. Ja. Schau mal, Löwe, Zukunft, Nähe Zukunft, 3 der Münzen. Eine Karte, die für Beziehungen dasteht, für Verträge, neue Verträge, für Gespräche, ernste Gespräche und eine positive Karte, die mit auch natürlich Geld zu tun haben könnte, materielles auf jeden Fall, aber eine ernste Karte. Es ist ernst gemeint, diese Karte, wenn das über Beziehungen oder Verträge spricht. Ne? Begleitet mit 9 der Stäbe und Ass der Münzen. Wahnsinn. Ass der Münzen habe ich 2-mal da. Also hier zeigt sich, Löwe, für dich das Gefühl ist von einer neuen Möglichkeit in deinem Leben, was mit deiner Zukunft jetzt zu tun hat. Eine sehr positive Sache, was wir hier haben. Natürlich, man hat ja mehrere Erfahrungen jetzt hinter sich, ne? Und dieses Gefühl von vielleicht mich traurig sein am Anfang ist da. Oder sagen wir mal so, Löwe, du wirst nicht glauben, das, was auf dich zukommt. Du wirst es nicht glauben wollen, können oder wie auch immer. Du bist erstmal misstrauig.
Aber die Karten sagen, dass das, was auf dich zukommt, ist sehr, sehr, hat viel Reichhaltigkeit, also es ist mit viel Reichhaltigkeit verbunden und sehr positiv. Aber das Gefühl hier ist, du kannst das kaum glauben. Augenblick bitte. Vielleicht, weil du ja, wie gesagt, schon eine gewisse Erfahrung hast. Ja. Wahnsinn. Also Löwe, bereite dich schon vor, ne? Nochmals der König der Münzen, nochmals sechs der Münzen. Also Löwe, in manche Fälle, für manche, wir haben hier tatsächlich mit einer finanziellen Situation möglicherweise, was sehr positiv auf dich zukommt. Aber unabhängig davon jetzt, es könnte auch mit der Liebe zu tun haben. Wir haben hier zweimal Ass, Ass der Kelche, Ass der Münzen in deine nähe Zukunft. Begleitet mit der Sonne, ne? Die beste Karte im Tarot und Zehn der Kelche. Also Löwe, bereite dich vor, weil möglicherweise wirst du kaum glauben, was auf dich zukommt. Du wirst das kaum glauben können. Und jede Situation ist anders. Also jeder wird irgendwie wissen, worüber wir hier für sich, also welche Situation sich jeder befindet. Aber und es könnte wirklich mit der Familie, also ich habe Zehn der Kelche und die Sonne. Also es könnte in manchen Fällen was mit der Familie zu tun hat. Ja. Löwe, die Karten deuten positiv. Ich sage es dir jetzt nur das, weil ich sehe hier ein neuntes Stäbe. Du wirst erstmal es nicht glauben wollen können oder wie auch immer. Also du wirst schon misstrauisch sein. In eine Situation, die auf dich jetzt in den nächsten Wochen zukommen wird. Aber Königin der Stäbe und die Hohepriesterin, also deine Intuition, du wirst es spüren. Du wirst spüren, was, ob es richtig ist oder nicht. Ob es echt ist oder nicht, das, was auf dich zukommt. Du wirst es spüren und es könnte, wie gesagt, in manchen Fällen wird das mit der Familie zu tun haben, mit der, mit, ja, also es ist extrem positiv, was sich hier zeigt für dich, Löwe. Sehr positiv. Ja. Also wir vergessen nicht, wir haben hier die Karte der Turm. Und die Karte der Tod. Es kommen abrupte, schnelle Veränderungen für dich. Und ich wiederhole mich, obwohl du das kaum glauben wirst, was es passieren wird. Du wirst es kaum glauben. Und jemand stellt sich möglicherweise auf eine Defensive erstmal.
Aber die Karten deuten auf viel Reichhaltigkeit und Positivität. Es ist nicht negativ, was wir hier für dich haben. Egal, worüber wir hier jetzt reden, ob das für manche mit Arbeit zu tun hat, was mit einer neuen Möglichkeit hier sich zeigt, hier, ne? Oder dass Liebe ist, oder sogar beides. Du kannst die Situation vertrauen. In deine Einstellung zum Thema, deine Gefühle, wir haben nochmals die Karte, die Liebende. Spricht für Sternzeichen Zwilling. Aber unabhängig von den Sternzeichen, deutet wieder auf eine, natürlich eine Karte, die auch viel mit Karma zu tun hat. Logisch, ne? Wir sind fast alle mit Karma beschäftigt. Also, aber es hat mit einer wichtigen Entscheidung zu tun immer, ne? Die Karte. Viel Anziehungskraft, natürlich. Die Karte spricht ja für sich alleine. Ist die Karte die Liebende. Zwei Menschen, die zusammen, ja, die einfach sich lieben. Also die Karten ist einfach wunderschön, spricht für sich alleine. Ne? Man will die immer viel Bedeutungen geben. Am Ende, die einzige Bedeutung hier ist halt zwei Personen, die sich halt lieben. Und das ist am Ende auch alles. Ne? Aber im Prinzip haben wir in deiner Kartenlegung halt tatsächlich mit einer gewissen Situation von einer Führung, eine göttliche Führung, wo du wissen wirst, was du zu tun hast. Ne? Wieder ein großer, wichtiger Arkana mit der Magier, gibt's nicht, ehrlich. Und der Stern, also Löwe, ist nicht normal, ich sage es dir. Normal ist das hier nicht. Das sage ich dir. Also Luft, Sternzeichen, also Luftelement ist sehr stark bei dir zu sehen. Also Zwilling, Wassermann. Nochmals Wassermann und jetzt der Magier. Also der Magier ist eine Karte, die uns mit diesem Universum verbindet. Du siehst ja den Magier. Er hat eine Hand Richtung Universum und die andere Hand Richtung Erde. Ist eine Verbindung zwischen Universum und Erde. Der Magier manifestiert Gedanken. Ja? Wenn man positiv ist und bleibt und in gewissen Balance, wie der Mäßigkeit uns auch zeigt. Und bitte, Löwe, sei dir bewusst, ich habe hier nur wahnsinnig viele große Arkana. Ich rede vom großen Arkana. Ja, ermächtigte Karten, die sicher sind, die sicher reden wollen, die bestätigen und die natürlich auch mit der Zeit zu tun haben, aber ist eine sichere Sache. Ja, kleinere Arkana reden tatsächlich für dieses tägliche Leben, ne? Was täglich ist. Größere Arkana haben natürlich mehr mit am Ende mit der Existenz zu tun, ja, aber das ist eine sichere Sache. Es ist stark spirituell, was wir hier haben. Es ist Schicksal, was wir hier haben. Wir haben mit deinem Schicksal hier zu tun. Eine Situation, die bestimmt, die für dich bestimmt ist. Ja? Und ja, natürlich, eine Situation, die mit Göttern, mit unseren Göttern zu tun hat. Eine göttliche Führung ist hier. Ja? Wünsche, die in Erfüllung kommen, Hoffnungen. Der Magier. Also du bist praktisch der Magier, Löwe. Mit deinen Gedanken. Ja? Also der Magier manifestiert Gedanken, werden wahr. Und der Stern, ich kann hier, also das ist einfach ermächtigt. Das ist einfach ermächtigt, was wir hier haben. Eine starke, unmögliche Anziehungskraft, was man hier nicht wirklich
kontrollieren kann. Es ist nicht machbar, weil das tatsächlich mit einem anderen Leben zu tun hat. Und die Anziehungskraft ist nicht kontrollierbar. Ne? Das ist halt wahr. Und sag mal so, man musste wirklich viel, viel Kraft nehmen, um irgendwie gegen dieses Gefühl zu kämpfen, ne? Oder sich zu distanzieren. Oder es ist sehr, sehr kompliziert, es ist sehr schwierig, ja. Überhaupt, weil jemand sowieso hier mit den Gedanken schon eine Situation manifestiert. Ja. Das ist nicht normal hier. Also der Magier und der Stern. Es ist nicht normal, ich sage es dir. Löwe, was wir hier auf dem Tisch haben, du bist Löwe, ne? Also es ist nicht von dieser Welt. Und ich glaube, ich habe bei dir, Löwe, in mehreren Kartenlegungen den Satz schon gesagt, das ist nicht von dieser Welt. Und ich bin mir sicher, ich sage das nicht so oft in andere Kartenlegungen. Ist mir nicht bewusst. Aber das, was wir hier auf dem Tisch für dich haben, ist nicht von dieser Welt. Und das kannst du mir glauben. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist nicht von Menschen gemacht. Ne. Das ist eine Situation, die tatsächlich eine starke Führung da zu sehen ist. Das ist spirituell, sehr spirituell alles. Und sehr ernst ist. Ne? Also klar haben wir hier, was du von außen anziehst, also ein Ritter der Stäbe, begleitet mit zwei der Münzen, habe ich nochmals da, und fünf der Münzen. Also wenn ich dir ehrlich bin, in diese drei Karten zeigt sich tatsächlich eine Person, zeigt sich hier mit dieses Hier und Her. Ne? Eine Person, die tatsächlich jemand hier, von denen, den wir hier auf dem Tisch haben, spielt ein bisschen dieses Kommen und Gehen. Oder dieses Erscheine ich, wenn ich Lust habe und gehe wieder. Weißt du, was ich meine? Also in diese drei Karten habe ich persönlich kein gutes Gefühl. Weil tatsächlich, es gibt eine von denen, eine Person, die immer am Ende da im Verlust ist oder im Verlust lebt oder als Bettler lebt. So ungefähr in dem Moment, wo du mir was geben kannst, den genieße ich, und wenn es nicht ist, dann okay. Aber also es ist so ein Gefühl von dieses Geben und Nehmen ist nicht gleich, ist nicht balanciert. Und über die ganze Zeit haben wir darüber gesprochen. Ja? Also diese drei Karten hier für mich persönlich spricht gegen das Ganze, was wir bis jetzt gesprochen haben. Deswegen, was ich denke, ist, es gibt hier eine Situation, möglicherweise Löwe oder sicher, wo ein Ende hat. Oder haben sollte. Eine Transformation bedürftig, ja. Weil wir haben hier dieses fünfte Münzen, fünfte Kelche. Ja. Es gibt hier eine Situation von Traurigkeit, von Verlust, vom und nochmals dieses Versuchen zu balancieren.
Möglicherweise ist das, was dann man auch erreicht am Ende, ne? Ein Balance in der Situation. Ne? Aber bis vor kurzem war das nicht so, sag mal jetzt so. Ne? Also es gab keinen Balance in einer Situation. Ja? Und das ist sehr wahrscheinlich, was man in diesen Kartenlegung jetzt spürt, diesen Balance, ne? Was nicht da war. Schau mal jetzt in deine Wünsche. Wir haben der Narr. Ich habe es dir gesagt vorher. Mir kommt es so vor, ob du dich befreist. Also es gibt eine Befreiung. Dieses Gefühl von ich bin frei. Ja, deutet auch mit der Karte der Tod. Ist ein Ende und einen Anfang. Zwei große Arkana. Und der eine braucht den anderen. Also um dieses Gefühl hier zu bekommen, muss man das erstmal gemacht haben. Ja? Genau. Das Ende und der Anfang. Also schau mal hier, der Narr ist begleitet mit 10 der Schwerter und 4 der Schwerter. Du hast gesehen, 4 der Schwerter haben wir in unserer Nähe Vergangenheit. Es ist weniger Worte, ne, braucht man hier. Also auf jeden Fall nochmals ein Ende. Ne? Das ist ja die Karte der Tod. Schau mal. Das ist die Karte der Tod. Das ist nicht, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Es muss auch nicht mehr sein. Also es ist ein Schluss. In einer Situation, ist ein neuer Zyklus, die jetzt anfängt für dich. Es gibt eine Situation, wo man müde ist, wo man einfach nicht mehr kann. Und tatsächlich, man hat jetzt die Augen geöffnet und man sagt, wozu sollte ich dann? Wozu? Es ist doch logisch, Löwe, wozu? Wir haben ja nur ein Leben, ne? Und das ist nicht nötig. Gewisse Situationen in unserem Leben zu ertragen, ist es nicht nötig. Wirklich nicht. Wir sind hier auf der Welt nicht dafür, um zu leiden. Wir sind, um glücklich zu sein. Und diese Situation hier bringt dich natürlich zum Nachdenken. Und du befreist dich. Es gibt eine Befreiung hier, Löwe. Es gibt tatsächlich hier eine Befreiung. Ja. Interessant finde ich jetzt dein Ergebnis. Wir haben nochmals König der Münzen. Dein Ergebnis. Ja? Und König der Münzen haben wir als Thema bei dir, hast du ja gesehen. Und diese König der Münzen habe ich 3 bis 4 Mal in dieser Kartenlegung gesehen. Spricht für eine Langzeitbeziehung. Aber als Sternzeichen haben wir hier Steinbock, Stier, Jungfrau. Jungfrau haben wir auch gesehen und Stier auch. Diese Langzeitbeziehung, diese Stabilität sieht man hier schon. Also es gibt hier viel Reichhaltigkeit in deiner Kartenlegung, Löwe. Und wir könnten hier für einen Ehemann, eine Ehefrau reden. Für Arbeit natürlich, auf jeden Fall viel Reichhaltigkeit. Das ist, was diese Karte zeigt. Ja? Begleitet mit einer Puppe der Münzen und Puppe der Kelche. Weißt du, was ich hier sehe? Löwe, ich sehe hier Familie. Ich sehe hier Kinder. Also diese zwei Puppen für mich könnten für Kinder reden. Und das für einen Ehemann oder eine Ehefrau. Also hier habe ich eine Familie. Das ist als Ergebnis bei dir. Das ist als Ergebnis bei dir. Interessant ist, als in der Zukunft zeigte sich 3 der Münzen, was auch für Kompromisse spricht. Ne? Also natürlich hätten wir jetzt hier einen Kompromiss, weil das ist eine Familie. Und ist interessant, weil ich begleitet gewesen
mit der 8. Münze und der 9. Stäbe. Und ich habe dir gesagt, Löwe, du wirst nicht glauben können, das, was auf dich zukommt, wirst du nicht glauben können. Und weil du erwartest das nicht, Löwe, du erwartest nicht das, was auf dich zukommt, jetzt in die nächsten Wochen. Du erwartest das nicht. Du erwartest das nicht. Und da jede Situation so verschieden ist und anders ist, ich denke sogar, aber du wirst das spüren. Also die Hohepriesterin ist ja da. Du wirst das, du musstest das spüren. Ja. Ja, wie gesagt, der Turm. Ich befürchte, Löwe. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ich befürchte oder nicht. Das werden wir jetzt sehen. Aber drastische Veränderungen sind da, Löwe. Drastische Veränderungen. Augenblick. Aber total, total. Auf jeden Fall Kommunikation über die Situation, natürlich, ne? Gespräche werden sich ergeben. Ja. Es wird Gespräche in der Familie kommen. Ich habe den König und die Königin der Schwerter. Es kommen klare Gespräche, Kommunikation und Entscheidungen. Du wirst tatsächlich wirst du nicht glauben, was auf dich zukommt. Ich kann dir nur sagen, Löwe, weil, wie gesagt, die Situationen sind unendlich. Jede Situation spricht ein bisschen anders. Ich kann dir halt sagen, dass mit der Karte der Tod und die Karte der Turm drastische, abrupte Veränderungen in deinem Leben kommen werden, die ich finde, nötig sind. Also dagegen kannst du nichts machen, weil das eine Situation ist, die von unserem Universum kommt. Es ist eine Entscheidung, die von außen kommt, weil möglicherweise man bis jetzt keine Entscheidung treffen könnte. Und es gibt eine starke Veränderung in deinem Leben, egal worüber wir hier reden. Die mit deinem Schicksal zu tun hat, eine Situation, die für dich bestimmt ist, so bestimmt ist, und wo du tatsächlich, ich empfehle dir, mit dieser Veränderung zu fließen und nicht dagegen kämpfen. Das würde die Situation viel schwieriger machen. Also fließe mit diesen Veränderungen, lass dich überraschen, weil ich glaube, mehr kannst du hier nicht machen. Und ja, es hat mit der Familie zu tun, ja. Ja, es hat mit der Familie zu tun. Es kommt auf jeden Fall eine Befreiung, ja. Löwe, ich bin mit deiner Kartenlegung momentan hin und weg. Weil es sind tausend verschiedene Situationen, das weiß ich, aber ich bin selber neugierig geworden. Ne? Ich hole eine Karte von Erzengel Michael für dich. Ganz natürlich sehr gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich weiß, Löwe machen das nicht so gerne. Aber
Aber ich lese sehr gerne und also mehr, weil ich selber neugierig bin, also ehrlich gesagt. Die Energie ändert sich ja ständig und ist immer was anderes, aber bei dir spüre ich eine drastische Veränderung. Was mit unserer eine Führung zu tun hat, eine göttliche Führung. Wow. Wahnsinn. Fokussiere dich auf göttliche, perfekte Gesundheit. Gebet. Gott und Erzengel Michael, danke, dass ihr mich führt und kontinuierlich daran erinnert, meinen Fokus auf perfekte Gesundheit zu richten und dass alles, was ich tue, zu meinem Wohlbefinden beiträgt. Ja, also das mit der Gesundheit, sehr wichtig, ne? Oder? Sehr wahrscheinlich wird auf manche jetzt reden. Verpflichte dich, Gebet, Erzengel Michael, als Engel des Mutes und Vertrauens, rufe ich dich an, mir deine Stärke zu leihen. Erlaube mir, mich mir selbst, meinem Leben und meiner göttlichen Aufgabe zu verpflichten. Bitte führe mich, damit ich mein Herz jeder Erfahrung bedingungslos öffnen kann. Ja. Schütze dich. Erzengel Michael, ich bitte dich, mich, meine Angehörigen, mein Auto, mein Zuhause mit deinem machtvollen Schutzschild zu beschützen. Hülle uns in dein purpures Licht, das nur Liebe durchlässt. Bitte weiche Tag und Nacht nicht von meiner Seite und sorge dafür, dass meine Angehörigen in Sicherheit sind. Nenne spezifische Personen oder Situationen. Neue Anfänge und ein frischer Start. Neue Anfänge. Danke, dass du mir neue Gelegenheiten bringst, deine Hilfe anbietest und mir hilfst, meine Vergangenheit zu heilen und loszulassen. Erfülle mich mit Vertrauen, während ich diese wichtigen Veränderungen in meinem Leben vornehme. Ja, ich denke auch, Löwe, neue Anfänge und ein frischer Start. Positives Ereignisse. Ja. Wow. Was für eine Kartenlegung für dich. Ich sage es dir. Ich hole eine Karte von unserem Engel der Liebe, ja? Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Anziehungskraft haben wir ja gesehen hier, ne? Unerwiderte Liebe. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu halten. Ja, wir haben zwei verschiedene Situationen hier, ne? Klar, zwei verschiedene Situationen. Ja. Also achte auf die Warnsignale. Schau mal hier. Verspieltheit, Rückzug haben wir die ganze Zeit gesehen und deine Seelengefährten herbeirufen. Ja. Also irgendwie ist hier eine starke Situation, haben wir hier auf dem Tisch. Das weiß ich. Also Löwe, danke schön für deine Geduld, ja, und dass du mich zuhörst, danke schön. Danke für deine Likes und für deine Abos.
Und wenn du möchtest, können wir uns so mehr oder weniger, man weiß ja nicht so genau, in 2 Wochen treffen und schauen, wie die Energie sich für dich weiterentwickelt, ja? Oder wie, was für eine Energie da ist für dich, ja? Dankeschön und bis bald. Tschüss.